der Sponsorenversammlung des VfB Oldenburg am Mittwochabend wurde nicht nur der neue Vorstandsvorsitzende Frank Wilders vorgestellt, sondern auch zwei ganz wichtige Menschen verabschiedet, die viel für den Verein getan haben. Da sich Stefan Könner auf den neu gegründeten Jugendförderverein hundertprozentig konzentrieren möchte, wird er nicht erneut für das Amt des Vorstandes kandidieren. Natürlich ist der jetzige Vorstand bis Ende des Monats nicht nur beteiligt, sondern er macht es. Wobei der Jörg derjenige ist, der dafür zuständig ist und da auch wieder Tag und Nacht daran arbeitet. Und ich glaube, wir stellen da einen Kader zusammen, der richtig gut sein wird und der nicht so viel Geld kosten wird. Das werden Jungs sein, die wirklich für den VfB brennen. Davon bin ich überzeugt. Und das wird eine ganz tolle Saison. Und es hat wahnsinnig Spaß gemacht und mir wahnsinnig geholfen. Und ich wünsche dem VfB und vor allen Dingen meinem Nachfolger alles, alles Gute und viel Glück. Danke. Dirk Rosenbohm war bereits vor 4 Jahren aus dem Vorstand ausgeschieden. Um Stefan Könner beim Umbau und der Neustrukturierung zu entlasten, hat er dann noch einige Zeit drangehängt und hat den Verein entscheidend geprägt. Die Basis dieses Vereins, das war jahrelang, das waren Sie alle hier zusammen. Viele Regionalligisten haben uns beneidet über diesen großen Sponsorenpool und wir sind alle froh und glücklich. Harald, du hast da unheimlich daran mitgearbeitet in den letzten Jahren, dass wir dieses erreicht haben. Und damals haben wir angefangen vor 300 bis 500 Zuschauern. Wir hatten tolle Erlebnisse. HSV, Bernd, ja, ich habe dich noch vor mir. Was hast du geackert und geschwitzt? Aber die Kasse hat auch Spaß gemacht zu zählen. Ne? Ja, das waren tolle Highlights. TuS Lingen, das Aufstiegsspiel. 8.500 Zuschauer werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Ich werde aber auch nicht das Goslar-Spiel vergessen, 2009. Das war ein harter Nackenschlag und wir alle zusammen sind da wieder rausgekommen und haben uns wieder aufgebaut und zusammengerissen und dann endlich, Gott sei Dank, diesen endgültigen, hoffentlich Aufstieg in die Regionalliga geschafft und in diesem Jahr, wo wir uns etabliert haben. Dankeschön, dass ich diese schöne silberne Ehrennadel mal von euch bekommen habe. Ich werde Sie küssen und einen kleinen Tipp. Bernd und Stefan haben Sie auch verdient. Dankeschön.